Emporgefahren vom schlechten Schoße der Welt. Nicht hohen Standes. Unrein im Blut. Ein Gott des Schattens. Erwartet. Zu schaffen den Ausgleich seiner Existenz ist begründet. Zu besiegen die Höchsten sein Ziel wird sein. Zum Gleichgewicht schaffend. Zum Wohle aller. Die Opfer missachtend. Die Wert.
Nicht für das Böse wird er streiten. Nicht das Gute weichen machen. Es sind zwei Brüder, die Hände sich reichend. Ein Schatten und ein Licht. Des Gegensatzes keiner. Auf Blut und Asche wird er erfreuen, die Herrschaft des Menschen. Erhaben und frei. Das Werk, das geschaffen, wird rechtlich erhalten, bis der wahre Herrscher vorgetreten. Einer noch ist nötig, das Ziel zu erreichen. Gefallener wird dieser Helfer genannt. Wenngleich er List und Tücke erschaltet, der Weltenheil sein Verrat wird sein. So tobt im Zwist die Schlacht der Letzten, den Sturm beschwörend, der zerstören wird. Und Tell ihm mal tat, Schattenbote, alleinig bleibend. Wir sind eingesperrt. Der Ausgang ist verschüttet. Oh nein, wie sollen wir denn jetzt wieder hier rauskommen? Wir müssen doch wieder raus. Verdammt, denkst du, dass wir das schaffen? Bitte, sag es. Wir kommen hier wieder raus, nicht wahr? Du und ich, das wird doch so geschehen. Sag es mir, ich bitte dich. Aber wenn nicht, wenn wir hier sterben, das wird nicht geschehen. Nein, aber wenn... Ich bin nicht gut in sowas. Also, es ist so, dass ich dich sehr bewundere, seit du mich damals befreit hast. Und ich finde einfach, dass du so eine faszinierende Ausstrahlung hast. Und das mag ich einfach. Ich mag dich. Also eigentlich wollte ich sagen, dass ich dich... Oh, was ist das? Ich glaube, hier ist eine Art Hebel. Warte einen Moment. Da, siehst du? Wir kommen doch wieder raus. Komm!
gibt's denn? Sieh nur, dort kommt die Stimme her. Und das ist wohl auch die Schrift, die wir finden sollen. Aus den Opfern Tausender bildet sich eine neue Ordnung. Wie es prophezeit war. Mein Sohn? Bist du es? Ja? Ich kann dich nicht sehen. Ich kann... Wer ist er? Ihr seid nicht mein Sohn. Narazul, mein Sohn. Narazul, wo bist du? Wann kehrst du zurück? Was? Das ist der Vater von Narazul Arantial? Mein Sohn, du hast mich hier eingesperrt. So hole mich doch auch wieder heraus. Dies ist mein Tempel. Mein Ort. Mein Niedergang. Und... Oh nein! Es sind so viele! Der Schöpfer sei uns gnädig. Ha! Wir haben es geschafft. Sie bewegen sich nicht mehr. Und jetzt lass uns bloß so schnell wie möglich von diesem schauerlichen Ort verschwinden. Ja, das ist sie. Die Vorherbestimmung. Während ich die Schrift studiere, habe ich eine anspruchsvolle Aufgabe für euch, Kim und Callisto. Es geht um das Südreich, den letzten Dorn in meinem Fleische. Dort unten hat der Tempel vor einigen Jahrzehnten eine Gottesherrschaft errichtet, und wenn ich der Schattengott werde und die Herrschaft der Lichtgeborenen beende, wird der Tempel im Südreich uns den Krieg erklären und Nehrim wäre wieder entzweigerissen. Ihm mit Militärgewalt beizukommen, würde nur unnötige Opfer fördern, das liegt nicht in meinem Sinn. Wir werden den Tempel von innen heraus stürzen. Leider wird sich von alleine da nichts tun. Die Menschen legen sich viel mehr ins Zeug, um zu vermeiden, wovor sie Angst haben. Die Leute müssen erkennen, dass sie frei sind. Und niemand das Recht hat, sie in ihrer Freiheit einzuschränken. Apropos, der Führer des Tempels heißt Yagal. Ihr solltet euch seinen Namen merken, denn früher oder später wird er alles aufbieten, um die rebellierenden Massen zurückzudrängen. Während ihr weg wart, habe ich mit Callisto die Details besprochen. Ihr und Kim werdet von nun an ihm unterstehen, bis dieser Auftrag erfüllt ist. Für die Freiheit der Menschen. Arantial hat mich schon über alles unterrichtet. Wir können gerne sofort aufbrechen. Wir werden den östlichen Weg ins Südreich nehmen, denn ich vermute, dass die Grenzposten dort weniger streng sind. Brechen wir jetzt auf? Fein. Also, wie gesagt, wir nehmen den östlichen Weg. Um den Posten an der Grenze werde ich mich kümmern. Ich bringe uns bis nach Wellenfels.